So, ein erneutes Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Saro-Stript. Beim letzten Mal hat sich, glaube ich, ein bisschen der Fehlerteufel eingeschlichen. Ich habe hier die falsche Zahl eingegeben, ist aber gar nicht so schlimm. Heute sind wir bei 29 und ich würde sagen, wir legen direkt los mit den ersten drei Zahlen. Na, tust du. Die Nummer 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist zur Abwechslung mal ein PS4-Spiel. Die nächste Zahl ist die... Gehst du? Jetzt. Die 1. Oh, das ist super. Die können wir da rausziehen. Und die letzte Zahl für heute ist die Trommelwirbel 2. Oh, das ist aber selten, dass die direkt hintereinander kommen. So, jetzt wird mir hier oben ein komplettes Konstrukt wahrscheinlich umfallen, wenn ich das da alles rausziehe. Vorsicht. Nein, aber ich bin immer noch nicht davor gefeit, dass es im Laufe der Aufnahme umfällt. So, ja, wir haben natürlich vergessen, das Licht anzumachen, deshalb... Seht ihr mal ganz kurz meine schönen Schlappen. Ja, so. Ja, so sieht das Ganze doch schon viel, viel besser aus. Was hätten wir denn hier? Das sieht mir nach einem Psychopass aus. Ist es auch. Psychopass, Mandatory Happiness. Dann hätten wir hier ein Tohu Genzo Wanderer. Sowie ein Unravel im Yarni Bundle. So, 29,99. Nix drauf, aber günstig bekommen, das weiß ich. So, ich würde sagen, Highlight für heute ist Unravel, das kommt als zweites und wir machen genau diese Folge. Diese Reihenfolge, nicht Folge. So, Tohu, Genzo Wanderer. Ich habe gehört, dass die Tohu-Spiele nicht so besonders gut sein sollen und das ist, glaube ich, tatsächlich noch geschmeichelt. Wir machen das Ganze einfach mal auf. Die Tohu-Games, ich weiß nicht, warum die alle gleich heißen. Zumindest im Vorrang, also dieses Tohu, das ist bei mehreren drauf und keine Ahnung, die haben glaube ich alle irgendwie unterschiedliche Genres. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, was das hier ist. Es war mal günstig bei Mediamarkt zu haben, ich glaube irgendwo im Bereich 5 bis 10 Euro und da habe ich mir gedacht, ah komm, da schlägst du mal zu. Wir lesen mal, erforscht die mystischen Dungeons von Gensokyo. Also es ist ein Dungeon Crawler, würde ich jetzt mal sagen. Entdecke die Quelle der aktuellen Ereignisse von ja genau Gensokyo. Erforsche die zufällig generierten Dungeons in einem einzigartigen Roguelike-RPG. Also ein Roguelike-Dungeon-Crawler-RPG. Damit hätten wir dann auch das Genre. Wähle deinen Lieblings-Tohu-Begleiter, jede mit einzigartigen Fähigkeiten. Gut, ja, das klingt doch zumindest mal nach einem relativ soliden Spielprinzip. Wir gucken da mal rein. Wir haben natürlich direkt einen Code, den ich versuche zu blurren. Ein Code für Downloadable Content DLC Included. Redeem Code. Also Tohu Double Focus. Scheint mir ein komplettes Game zu sein, so wie es aussieht. Ganz cool eigentlich. Also den werde ich auf jeden Fall einlösen. Dann hätten wir hier ausnahmsweise mal eine Anleitung. Das ist ja richtig schön. Oh, sogar in bunt. Ich werde ja nicht mehr. Das ist schick, muss ich sagen. Das ist richtig schick. Spellcard Image. Da haben sie sich mal nicht lumpen lassen, muss ich sagen. Also Nisa macht da schon ab und zu mal ganz schöne Sachen. Doch, doch, doch. Na, wann kommen die Bikini-Bildchen? Wann kommen die Bikini-Bildchen? Enttäuscht mich nicht. Da müssen doch irgendwo... Es ist ein Japano-Rollenspiel. Da müssen doch irgendwo... Ich werde nicht mehr. Das ist ja fast schon jugendfrei, das Ganze hier. Irre, irre. So, die Disc ist ja das gespiegelte Artwork vom Frontcover. Aber, und ich bin schwerstens begeistert, wir haben die Rückseite des Covers bedruckt. Das sieht doch schick aus. Das nehme ich so, das finde ich toll. So darf das gerne öfter mal sein. So, jetzt friemeln wir das da wieder rein. Sowas mag ich 10-mal lieber als diese doofen Texte da auf der Rückseite. Das mag doch kein Mensch. Wer steht denn da drauf? Wer ist denn so paragraphenreitermäßig unterwegs, dass er da drauf steht, da diese Texte zu lesen? So. Ach nee, das tun wir am besten gerade raus. Sonst vergesse ich das eh wieder, diesen Code zu redeemen. Und so. Also, ihr braucht den Code nicht auszuprobieren, dann brauche ich ihn auch nicht zu blurren, weil ich werde ihn schon einlösen. Hahaha. So, der nächste Nisa-Titel.
Psychopaths Mandatory Happiness. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass ich den im gleichen Bundle gekauft habe wie das da. In irgendeinem Mediamarkt gönn dir Dienstag-Aktion, wahrscheinlich auch wieder für unter 10 Euro oder für weit unter 10 Euro. Für die Vita zwischenzeitlich mal ein bisschen teurerer Titel. Und für die PS4 geht das so. Aber vielleicht irgendwann mal ein bisschen gefragterer Titel, weil das Ganze hier ist eine Visual Novel. Eine Welt, in der Positionen nur mit jenen besetzt werden, die als geeignet gelten. Wird es einen Platz für dich geben? Ja, keine Ahnung. Ich habe es tatsächlich für die Platin mal durchgerotzt, sagen wir es mal so. Ich habe nicht großartig auf das Spiel selbst geachtet. Ich habe einfach nur auf Platin gespielt. Das lief mal so nebenbei. Oh, Psychopaths the Movie. Ganz, ganz nett eigentlich hier. Ich habe keine Ahnung, wofür dieser Code hier da ist. Sofort streamen in 5 Schritten. Ja, also wer das hier gucken möchte und wen es interessiert, der darf sich gerne diesen Code hier mal zu Gemüte führen. Ich werde jetzt mal hier diesen... Da. Hier geht's zum Staffeltrailer. Den könnt ihr euch dann gerne mal reinziehen. Dann tun wir das dann mal wieder rein. Jo, ansonsten, es ist mal ein bisschen anderes Design als auf dem Cover. Das sieht ganz nice aus eigentlich. Jo, aber ansonsten recht unspektakulär. Visual Novel eben. So, dies gehört dahin. Also die Cover von den Nisa-Titeln gefallen mir immer sehr, sehr gut. Die sind sehr, sehr ansprechend. Versprechen eigentlich schon oftmals fast mehr, als das Spiel tatsächlich hergibt. Das ist auf der anderen Seite dann wiederum ein bisschen schade. Der nächste Titel im Bunde ist gerade von links reingeflogen. Habt ihr diese tolle Animation hier? So geil, oder? Das letzte Spiel für heute ist Unravel Yarny Bundle. Jo. Dazu muss ich, glaube ich, nicht ewig viel sagen. Man ist dieser kleine Yarny hier, also dieses kleine Männchen aus Wolle und muss sich so durch die Level kämpfen. Und man wird, glaube ich, immer weniger. Also man hakt sich irgendwo fest und läuft dann los und dann muss man den nächsten Punkt finden, an dem man sich so festhaken kann, wo man neue Wolle kriegt und dann kommt man erst weiter. Sehr, sehr geiles Spielprinzip. Hatte ich damals schon auf dem Schirm, als das sogar nur PS Store exklusiv war, glaube ich, oder eher gesagt Store exklusiv. Ob es nur PS Store war, weiß ich nicht. Weil das ein sehr, sehr tolles Spiel sein soll. Und jetzt kann ich es endlich spielen. Ja, und das Ding hier, das kam raus. Mit dem zweiten Teil noch mit drin und da musste das her. Ja, das habe ich auch in irgendeiner 5-für-3 Aktion mitgenommen und war da dann sehr, sehr happy. So, wir gucken da mal rein. Ist da ein Code drauf? Nein, das ist einfach nur wieder ein Leaflet für irgendwas. Die Rückseite noch unspektakulärer als das Ding hier. Und eine Disc mit Aufschrift. So, that's it, liebe Leute. Ja, ich habe eigentlich gedacht, dass das hier so das Highlight des Videos wird. Haben wir uns mal getäuscht. Naja gut, was will man von einem Bundle auch erwarten? Die sind meistens relativ schmucklos. Hier könnt ihr auf der Rückseite nochmal sehen. Könnt ihr das lesen? Ja, begleite Yarny auf einer visuell beeindruckenden Puzzle-Plattformreise. Das kann ich so unterschreiben. Spiel den lokalen Koop-Modus oder als Einzelspieler und kreiere deinen eigenen Yarny. Ja, cool. Also Teil 1, Teil 2. Wunderbar. So. Tja, eieiei, da musste ich mal ganz kurz niesen. Ich hoffe, ich habe das gemutet, ansonsten sind euch wahrscheinlich die Ohren weggeflogen. Mit diesem Spiel machen wir Schluss für heute. Ich werde jetzt noch mal ganz kurz das hier wegräumen fürs Thumbnail und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.